Wird das jetzt ein Mürbteig oder ein Hefeteig? Das wird ein Teig für eine ganz spezielle mediterrane Kich. Das heißt, so etwas wie eine Art gebackener Kuchen. Ja, und der Teig, ist der mit Hefe? Der ist ein bisschen Hefe, damit es besser aufgeht. Ja. Und zwar braucht man 250 Gramm Mehl, anschließend 2 Eier, etwas Joghurt. Ach, Joghurt, ja. Das ist ungewöhnlich. Und ein bisschen Zucker, das braucht die Hefe. Ja. Das ist vielleicht nicht ganz so das Originalrezept, aber. Naja, also Rezepte sind ja dazu da, abgewandert zu werden. Jawohl, ne? Und das ist genau das. Das sollten wir ja auch. Das braucht auch nicht. Öl kommt auch rein? Achso, Öl kommt noch rein. Das heißt, nur, was da steht. Jawohl, und zwar. Deswegen frage ich. Etwa 70 Milliliter reines Olivenöl. Und zwar ganz spezielles natürlich hier. Lohnt es sich auch, dieses Native zu nehmen? Ja. Denn es wird ja kaum erhitzt. Es wird ja höchstens auf 90 Grad erhitzt. Ja. So, das haben wir und jetzt müssen wir es mal einschalten. Ja. Das wäre es schon. Ja, wunderbar. Sagen das erste. Schon ein Segen, diese Maschinen für den Teig und für solche Sachen. Ne? Ja. Manchmal bringen Maschinen auch Segen. Ja. Ja, nicht immer. Nein, nicht immer. So, können wir noch ein bisschen Mehl reintun. Es kommt ganz drauf an, wie dick die Eier sind. Sprich mal das Mehl, hier habe ich noch ein bisschen warm. Ja. Denn ich habe den Eindruck. Ein Löffel? Ja, das geht so. So. Das kommt drauf an. Immer auf die Größe der Eier und so. Genau, das kann man nicht so genau sagen. Das Olivenöl ist dabei ganz wichtig, weil es hat ja sehr positive gesundheitliche Auswirkungen. Gerade ist dieses Natur. Wenn man gutes Olivenöl hat, das kostet ein paar Mark mehr, aber das lohnt sich. Was übrigens nicht bekannt ist, war kürzlich, das heißt aus bestimmten Gründen, in Apulien. Ja. Und das ist das größte Olivenölanbaugebiet der Welt. Das ist der Stiefel. Das ist da unten der Absatz vom Stiefel. Stiefel ist das Ganze, der Absatz, ja. Und jetzt können wir es aber ausmachen, das macht ein bisschen zu viel Krach. Und gerade dort haben die Bauern noch so kleine Einheiten. Und die hier, das ist sozusagen von einer Tante, meiner Lebensgefährtin, die hat dieses sozusagen im Schlafzimmer gelagert. Das ist ja toll. Das sind, dadurch kommen Sie ja auch nach Apulien. Weil die, ja, das ist richtig. Da habe ich so eine gewisse Beziehung. Und die hat auch das Rezept sozusagen mich dabei unterstützt. Ja. Jetzt wird das wahrscheinlich ein bisschen gehen müssen. So, das lassen wir gehen. Ja. Und ich gehe dann den Teig schon mal holen. Das stellen wir einfach auf die Fensterbank. Ah ja, ein bisschen. Ja. Und auf die Heizung sozusagen. Ja. Darf ich jetzt unter das, fällt mir gerade auf, sehe ich gerade, ein Tuch hier drunter tun, damit, weil das so immer, wenn man da, ne, das rutscht. Ich habe hier was. Schon da, alles meine, da. Meine Alfredissimo-Tücher mit kleinen Sprüchen auch von mir. Hier, Küchenwein muss sein, Pfeffer aus der Mühle, keine Teebeutel. Ich mach schnell nass. Ja. So, ja. So, das muss jetzt einfach noch mal kurz heben. Mit dem Nudelholz gewalzt werden. Jawohl. Ach, das ist natürlich jetzt wieder ein praktischer Tipp. Das ist wunderbar. Hätte mir auch einfallen lassen. Ne? Denn die rutschen auf den Kacheln. Jawohl. So, und das ist jetzt das Übliche. Diesen Teig, den haben wir jetzt und den rollen wir aus. Aber ich lasse den jetzt einfach mal ein bisschen ruhen und jetzt geht's ran an die Füllung. Einen Moment, habe ich nicht eben gesagt, Küchenwein muss sein? Ja. Das kann man doch nicht nur auf Tücher drucken, das muss man doch auch leben. Sie haben ja mitgebracht Wein. Ja. Ich bin auch ganz gespannt. Was sollen wir denn jetzt erstmal trinken? Ja, also ich würde den letzten, den Luxemburger Wein sozusagen von der Heimat geprägt. Den Gewürztraminer, den lassen wir zum Schluss. Aha, und trinken jetzt und ein Schlückchen der Rotwein, und zwar aus Apulien. Auch aus Apulien? Ja. Öl aus Apulien, Rotwein aus Apulien. Ganz stilecht sozusagen. Ah. Und was beim Prosten sagen wir mal, Augle guck.
Augel gucken. Man soll sich in die Augen schauen. Nicht? Es gibt so Leute, die... Nein, nein, nein. Oh, da klingelt es. Da ist schon ein... Der ist toll, der ist schön. Der ist toll. Mhm. Ich finde ihn auch. Der ist so schön. Nein, der ist eindeutig auch durchgegoren. Schön. Leider findet man ja etwas nördlich öfters diese Unsitte, dass Weine in der Gärung unterbrochen werden. Und das finde ich einfach scheußlich. Ist schön. Da hat geklingelt. Das ist jetzt die Kiste, die Sie schon gemacht haben. Die schon gemacht haben. Ich stelle die einfach mal. Die verraten wir aber noch gar nicht. Nicht? Wenn ich meine, stell zum Abkühlen. So, jetzt machen wir aber, schauen wir erstmal was. So, jetzt will ich die Füllung ganz schnell machen. Und zwar sind das verschiedene Sachen, zum Beispiel sehr wichtiges Basilikum, dann Tomaten, hier Auberginen und so weiter. Artischockenherzen. Artischockenherzen. Und auch noch Eier und da kommt noch eine andere. Die machen wir jetzt mal zunächst. Soll ich schon mal ein bisschen das wäre lieb. Käse rein? Ja, das wäre lieb. So. Also bei einer Kich kommt es natürlich auch ganz entscheidend darauf an, wie die Flüssigkeit aussieht, mit der man das nachher... Mit der das bedeckt wird, ne? Jawohl. Ja. So, das sind 200 Milliliter Sahne. Ja. Ganz normale, süße Sahne. Die braucht man jetzt nur zu schlagen hier. Übrigens, im Teich haben wir jetzt tatsächlich zunächst mal vergessen... Das muss man wieder einstecken, das ist noch nicht vorbereitet. So. Lauter Brummgeräusche hier heute. Wie viel brauchen Sie? Salz, Zucker, hier. Hammer. Wie viel brauchen Sie? Salz da rein. Ja, das würde reichen. Ja? Das reicht, ja. So. Das heißt, vielleicht können Sie noch ganz wenig und dann mache ich nämlich ganz schnell hier den Teig ausgerollt. Ja. Und der wird dann in eine Springform gefüllt. Ganz schnell. So. Toll. Fertig. Nein. Na. Toll. So. Und möglichst an den Seiten hier hochgezogen. Ach ja. Und wenn das nicht so richtig klebt, dann braucht man ein wenig Wasser. Ich greife mal rein. Gut. Dann kann man das hier an den Seiten festkleben. Das kommt so hoch. Kochen Sie eigentlich regelmäßig? Ich koche regelmäßig. Das ist sozusagen ein Hobby von mir. Es ist ja öfters, aber ich habe gehört, Sie machen das ja auch sehr gerne. Ja, auch also richtig so abends. Nicht nur zur Entspannung. Nicht nur for the show, sondern zur Entspannung. Und auch, ich gehe nicht mehr so viel essen wie früher außerhalb. Ich mache es meistens zu Hause. Ich habe ja auch so viele Rezepte gesammelt, auch für hier jetzt, die so schnell gehen. Ja. Ne? Ich meine, wenn man natürlich mal die schnelle Küche oder so eine große Einladung hat, da steht man auch schon mal ein paar Stunden in der Küche. Mache ich auch gern. Und das aber ist normal, unter der Woche, ganz schnell. Ja, und das ist das Schöne der italienischen Küche. Ja. Das ist nämlich relativ schnell gemacht und vor allen Dingen sehr gesund. Überhaupt die mediterrane Lebensweise, das Essen, das Öl und diese ganzen Dinge, das liebe ich auch sehr. Ich habe mich gerade jetzt intensiv damit auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, das hat einiges für sich. Auch die Wissenschaft hat das ja. Und da ich mich noch sehr wohl fühle, ich bin jetzt 63 und ich denke, ich habe hoffentlich noch 30 Jahre, da muss ich mich also langsam um die mediterrane Lebensart kümmern. Ja, ich fühle mich auch wohl. Ich bin schon ein bisschen älter, ja? 3 Jahre älter, aber ich fühle mich auch sehr wohl. Ja, und ich habe eigentlich immer, ohne dass ich wusste, wie gesund das ist, sehr mediterran gelebt, auch meistens Urlaub gemacht im mediterranen Raum. Und manchmal denke ich, es gibt doch sowas wie Reinkarnation, Seelenwanderung. Ich glaube, ich war im ersten Leben jemand irgendwo im Mittelmeerraum. Ja, also meine Familie war nicht so hochwohl geboren. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich in dieser Zeit lebe. Naja, ich lebe ja auch jetzt. Außerdem gab es am Mittelmeer auch arme Leute, eher weil da gab es verdammt viel Sklaven. Ja, und arme Fischer auf einer griechischen Insel oder Bauern in Ligurien zum Beispiel. Und gerade Apulien, nicht? Das ist also Apulien. Heute noch ein ziemlich, aber es ist so fantastisch, ich kann nur sagen. Es ist ein wunderbares Gebiet. Auch noch nicht so überlaufen, nicht? Nein, überhaupt nicht. Also wirklich, also kaum Einheimische, also deutsche Touristen, die Einheimischen selbst, die
die genießen es dort. Und ja, natürlich sehr viele, die sozusagen herausgehen, hier nach Deutschland kommen sehr viele Arbeiter aus Apulien, aber auch in der Schweiz. So, ja, jetzt wollen wir das mal hier eben gucken. Haben Sie das eingelegt? Das habe ich nicht. Nein, das ist einfach nur im Wasser, damit es also geschnittene Auberginen. Die Griechen legen die ja ein mit Salz und drücken die und so, aber ich glaube, weil sie sollen angeblich bitter sein, wenn man das nicht tut. Na, stimmt, das habe ich noch nie festgestellt. Das ist wahrscheinlich eine andere Züchtung dann gewesen, die Ur-Auberginen, nicht? Aber ganz wichtig sind die Artischocken. Ah, die sind sicher toll. Denn Artischocken, die haben einen Saft, das wissen wir übrigens von dem Likör. Es gibt ja den Cinar, ich weiß nicht. Ja, Cinar, natürlich. Oh, und das hilft ja enorm bei der Verdauung und gegen Arterienverkalkung. Und deswegen kommen natürlich hier in meine Kich da auch diese Artischocken rein. Toll. So. Und dann, also die Artischocken sind, aber die kaufen Sie fertig, diese eingelegten? Ja, das sind übrigens ein Unterschied zwischen diesen Artischocken aus der Bretagne, also das sind diese großen, so wie diese hier. Ja, da isst man ja nur zunächst mal, das tutzelt man so, nicht? Und das saugt man so aus nachher. Und die italienischen, die kleinen, die kann man ja richtig ganz essen. Ne? Das weiß man hier vielleicht gar nicht. Gibt's und ich kann auch nur nicht raten. Immer. Die gibt es nicht. Ja, immer. Aber zum Beispiel ein Tipp: die gibt es beim Türken. Ja. Da kann man die kaufen. Ja, also ich finde die ganz hervorragend. Die sind toll. Gut, das andere ist auch sehr angenehm. Ja, das ist was anderes. Aber die brät man ja in Olivenöl. Ja, ich weiß. Machen die Italiener viel zu Pasta. Ja, das wäre also jetzt. Dann kann man natürlich zur Geschmacksverbesserung, das ist einfach, auch noch ein paar Oliven hier draufschneiden. Mhm. Einfach oben drauf geben. Das tue ich schon mal weg. Und natürlich ganz, ganz wichtig für die süditalienische Küche, überhaupt für die italienische Küche, ist ja Basilikum. Das ist für mich Königin aller Gewürze. Ja. Faszinierend. Und vor allen Dingen auch, was die Wirkstoffe anbelangt. Auch gesund. Ja, ungemein. Wofür sind Tomaten gut? Die Tomaten haben natürlich mit ihren sekundären Pflanzenstoffen, die auch im Basilikum drin sind, eine Wirkung, die krebsverhütend sein kann, antioxidierend. Ja, das sind alles neue Forschungsergebnisse. Wenn ich die so höre, dann muss ich an einen chinesischen Freund denken. Wenn ich mit dem essen gehe, und ich war mit ihm auch mal in China, aber auch hier, es gibt nichts, was wir essen, wo er nicht sofort sagt, das ist gut dafür, das ist gut dafür, das macht, was weiß ich, den Magenfluss und das für die Verdauung. Die Chinesen haben bei jedem Gericht, wissen sie genau, wofür das gut ist. Ja, das hat auch schon der Paracelsus gesagt. Der Paracelsus hat gesagt, die Nahrung soll Medizin sein und umgekehrt, Medizin soll auch Nahrung sein. Und das ist gerade bei Gemüsen. Und Sie merken, ich habe ja diesmal kein Fleisch dabei. Völlig vernachlässigt. Völlig. So, am Schluss, das ist auch wieder ganz pikant, kommen jetzt noch die Kapern rein. Ja. Das sind jetzt die ganz feinen, kleinen. Und natürlich müssen wir das auch noch ein bisschen salzen und pfeffern. Das war Zucker. Ach, ein bisschen Zucker. Das macht nichts. Wird nicht schaden. Im Gegenteil. So. Ja, vor allem in Tomatensoße tut man doch auch Zucker. Ja, ich immer ein bisschen, oder? Ja, aber nicht, dass es zum Ketchup wird. Nein, aber eine Prise. So, jetzt haben wir alles und jetzt brauchen wir das nur noch drüber zu gießen. Und dann kommt zum Schluss der Parmesan. Der Parmesan. Und dann ab in den Herd. Toll. So. Sehr schön. So, und ein bisschen untergedrückt. So. Und hinein. So. Voilà. Und das sollte man jetzt einschalten bei 170 Grad, etwa 40 Minuten. Moment, das sind hier diese speziellen, wo man einen Führerschein zumachen muss. Ne? Aber wir brauchen einen Multi-Heißluft. 150 noch ein bisschen hoch. Ja. 50 Minuten? 50 Minuten und dann kann man ihn rausholen und genießen. Wunderbar. Und so sieht er dann aus. Sehr gut. So sieht er aus, So ein bisschen abgekühlt. Ja, ein bisschen abgekühlt. Ich nehme mal hier ein bisschen was weg. Weg. So. Lecker. Dem muss ich sagen. Aus. So. Du das hier her und nimm das weg. Obwohl, das nehme ich jetzt. Ach so, wir müssen natürlich noch ein Messer haben, um das aufzuteilen. Da gibt es Messer genug im Messerblock. Und jetzt kommt auch der Wein zum Vorschein. Da wissen Sie, warum ich roten Wein gewählt habe. Der passt jetzt sehr gut, ne? Ja, wo haben wir denn hier ein Messer? Hier sind große.
Ja, gut. Sowas? Jetzt nehmen wir ein Fleischmesser dazu, ist doch völlig egal. Ist egal. Ich habe auch alle Messer. Ja, ja. Sind also überall auf jeder Seite scharf. Wir sind Messer. Scharf. Wichtig, scharfe Messer. Oh ja. Man schneidet sich mit stumpfen mehr als mit scharfen. Völlig. Und, oder? Sind Sie doch auch der Meinung? Sie wissen, ich stamme aus Luxemburg und da hat meine Mutter immer gesagt, das Messer ist so scharf, dass man bis nach Paris rutschen kann. Was? Bis Paris? Ja, bis nach Paris rutschen kann drauf. Und das war immer für uns eine Selbstverständlichkeit, dass die Messer scharf sind. Haben wir denn auch einen Teller? Teller. Ja? Und ich sehe, Sie haben sogar alle Tassen im Schrank. Ich habe alle Tassen im Schrank, weiß Gott. So, toll. Dann will ich Ihnen das hier. Mmh. Bitte schön. Das sieht ja toll aus. Ja, und das habe ich ja, das wissen Sie, selbst gemacht. Ja, nee, ja das ja, weiß ich, das weiß ich. Nicht, dass meint, dass hier irgendjemand ist. Nein, ich weiß. So, aber ich war dabei. Dazu braucht man den Wein. Ja. Ohne das, ja. Wir tun zunächst schon mal so. Ja, also für mich ist das ja immer ein Hochgenuss, wenn ich den richtigen Wein zum richtigen Essen. Mein Vater hat immer gesagt, ich trinke keinen Alkohol, ich trinke nur Wein. Mhm. Weil diese ganzen Schnäpse und so, das ist nicht meine Sache, obwohl sie ja immer so schöne machen in ihrer Sendung. Das habe ich ja schon mal aufgesetzt. Ja. Übrigens, ich habe auch einen aufgesetzten, das kann ich ja hier verraten, einen aufgesetzten Likör mitgebracht, grüne Feigen. Oh. Und dann habe ich... Ach, der ist aber toll. Die ist aber toll. Die ja, das ist was ganz Besonderes, finde ich. Ganz anders als diese Quiche, die man sonst so kriegt. Ja, mit der französischen Quiche nicht so. Nein, und ist auch leichter. Dann kriegt es ja sehr viel in Amerika, in Lokalen. Das ist ja, Quiche ist ja ein großes... aber die ist sehr schön. Und auch gar nicht so schwer zu machen, haben wir gerade gesehen. Und ich sage Ihnen, das ist wie eine Art Medizin. Also einmal in der Woche, seitdem ich das hier so. Wenn Medizin so gut schmeckt, eigentlich ja. Das kann so ein bisschen helfen zum Draufschieben. Ne? Haben Sie einen, die müssen sich auch nach dem Knigge halten? Nö. Das ist ja schön an Ihrer Sendung. Die kann man sich auch daneben benehmen. Aber ja. Mhm. Kennen Sie nicht die Geschichte? Der Knigge ist auf hoher See und das Schiff hat eine Havarie, zerbricht. Alle gehen ins Wasser schwimmen, da kommt ein Riesenfisch. Und der Knigge nimmt ein Messer, das er hat, und geht auf den Fisch zu schwimmend. Und das schwimmt einer neben ihm. Aber Herr Knigge, Fisch mit Messer. Da sind wir nicht mehr so kleinlich. So, dann mache ich aber auch noch was. Also wirklich der apulische Wein. Super. Wenn wir noch was trinken, dann schmeckt er mir noch besser. Da Sie ihn mitgebracht haben, ich würde ihn aber auch ausschenken, wenn ich ihn besorgt hätte. Ja, danke schön. Ich schenke mir auch noch was ein. Kochen Sie auch für Freunde oder nur für die Familie? Nein, Familie. Auch für Freunde. Nein, ich mache das. Im Grunde genommen macht es ja Spaß. Das ja. Vor allen Dingen weiß ich dann, was ich esse. Kann man ein bisschen wegräumen, ja. Ja, bin ich mal gespannt, was Sie... Ich mache etwas ganz Simples. Was ganz Simples, aber ich finde es toll. Simpel, aber toll, weil wir vorher von den schnellen Gerichten gesprochen haben. Das Rezept hat übrigens ein Zuschauer geschickt. Und das ist Lauch, einfach geschnitten, eine große Lauchstange. Und jetzt kommt in so einem Pfännchen wieder das berühmte Olivenöl. Aber da nehme ich jetzt nicht... Irgend so ein ganz. Ja, doch, das ist auch ein sehr, sehr gutes. Wenn man es brät, braucht es nicht unbedingt. Muss es nicht ganz das Tolle sein, ne? Also, ich habe das ist jetzt gerade, weil ich es nachher auch für den Salat nehme. Und jetzt etwas sehr Ungewöhnliches: 100 Gramm Rosinen und 50 Gramm gestiftete Mandeln. Geschälte und gestiftete kommt Mandeln. Die besten Mandeln kommen aus Apulien. Nein. Gerade ist da wirklich? Mandelernte. Ja. Ich komme ja, vor 14 Tagen war ich doch. Wirklich ganz simpel. Und dann nach dem Originalrezept kommt das hier drauf, wird gemischt und Öl. Ich tue dann noch mal ein kleines bisschen einen sehr milden, ich habe jetzt so einen Honigessig, aber da kann man auch einen Apfelessig oder so. Also nur einen ganz leichten, milden und davon ein bisschen drauf. Und das ist eigentlich schon das Ganze.
Und Sie werden sehen. Als ich es gehört habe, habe ich gesagt, das ist aber simpel. Als ich es probiert habe, muss ich sagen. Es lassen sich Millionen Menschen von Ihrer Kochkunst überzeugen, dann werde ich es auch tun. Sie werden sicher, Sie werden davon ausgehen, dass ich Ihnen nicht etwas mache, was nicht, ja, was nicht zumindest mir schmeckt und vielleicht Ihnen auch. Es ist schon ungewöhnlich, nicht? Aber ich mag sowieso Rosinen. Gut. Mhm. Ich habe nämlich Freunde, zwei, die keine Rosinen mögen, und da ist das natürlich blöd. Tja, meine Lebensgefährtin, die sucht die einzeln sogar aus dem Kuchen raus. Na? Ich kann das nicht begreifen. Ja. Vielleicht hat sich das noch nicht rumgesprochen, dass Rosinen aus Trauben. Ja. Und aus Kernlosen sogar. Aber es gibt, ich habe auch Freunde, die zum Beispiel Tomaten verkocht als Soße lieben, aber rohe Tomaten können die in Salaten so nicht essen. Ganz ist übrigens gar nicht so. Auch diese Tomaten in der Dose haben durchaus fast ähnliche gesundheitliche Wirkungen. Ja, ja, also das wird viel zu sehr. Also ich muss ja sowieso sagen, verpönt. Hier in Deutschland. Die Tomaten, die man im Laden kauft, sind manchmal wirklich schlechter als die aus der Dose, weil sie nicht reif gepflückt wurden. Nicht? Das sind Wassersäcke, die teilweise in diesen holländischen Gewächshäusern entstehen. Ne? Ja. Tomatenplacebos. Durchaus, ja. Ja. Erzählen Sie mir doch noch was über Ihre Heimat. Ich habe ja auch eine liebe Freundin in Luxemburg, eine Sterneköchin, Lea Linster. Also in Luxemburg kennt ja fast jeder jeden. Ja, und deswegen. Luxemburg. Das ist natürlich für mich. Sie haben in richtig. 240.000, ne? Naja, wenn Sie die Luxemburger zählen. Aber wenn Sie jetzt noch alle anderen, wir sind ja ein multikulturelles Völkchen geworden. Ja, da sind Sie ein bisschen dann, mehr. Dann können Sie sicher sein, dass da. Also ich glaube, Luxemburg soll demnächst mal auch als Modell dienen für multikulturelle Einstellungen. Ja. Jetzt mittlerweile können die sogar die Preußen leiden. Tatsächlich. Das will man ja, das gibt, da gibt es auch eine Preußen eigene Küche, ne, in Luxemburg. Ja, das ist, und zwar kann man sagen, die Qualität der Franzosen mit der Fülle der Deutschen. Ah. Trotzdem sage ich Ihnen auch bei Drei-Sterne-Köchen, mich ärgert es immer, dass es so ganz kleine Portionchen gibt. Ja. Das schmeckt manchmal so gut, dass man ein bisschen mehr bisschen davon mehr. Und obwohl das gehört hier zum feinen Ton. Ja, aber es ist nicht mehr so schlimm, es war mal schlimm. Also als die Nouvelle Cuisine anfing, da war es ja wirklich, wie fanden Sie Ihr Steak? Unter dem Salatblatt, ne? Das ist ja nicht mehr so. Das ist nein, das ist richtig. Aber wie gesagt, da haben die Luxemburger wirklich die Nase vorn. Und was kaum jemand weiß, wir haben ja hervorragende Weine. Ja. Ich komme von der Luxemburger Mosel und ich habe sozusagen... Elbling kenne ich. Ja, den Elbling, das ist der Urwein. Der ist auch einfach, aber den sehr... Den alten Römer. Ja, aber der ist sehr lecker. Ja, wenn er sozusagen nach den Regeln der Kunst gemacht wird, dann leider ist es so, dass die Sonne ja nicht immer so viel scheint. Und da liebe ich dann doch eher Weine wie zum Beispiel den Auxerrois. Ja, also das ist meiner. Oder den Ruländer, das ist im Grunde genommen auch... Oder den Pinot, den gibt es auch bei uns, Gris. Wir haben insgesamt über 12 verschiedene Rebsorten, die gepflegt werden. Und dazu gehört nachher auch der Gewürztraminer. Wollen wir den schon mal gleich? Das ist nämlich ein bisschen süßlich, da wird es sehr schön passen. Ja. Der Gewürztraminer, weil ich sowieso gerne blumige Weine, also die müssen eine Blume haben. Das ist das, deswegen den Chardonnay liebe ich deswegen. Ich weiß nicht warum. Und ich bin gar nicht mehr so sehr auf diese ganz urtrockenen Weine aus. Ja, auch da gibt es einen Wandel in den letzten Jahren. Ich denke, es wird langsam Zeit. Wir waren halt in Deutschland durch diese allzu süßen, pappigen Weine irgendwann mal so nur noch auf dem Trockenen. Und die waren ja nur deswegen süß, weil sie in der Gärung unterbrochen worden sind mit viel Schwefel. Ja, ich weiß. Und deswegen konnte ich die nie vertragen. Ich habe immer Sodbrennen bekommen. Ja. Und das ist übrigens einer der Gründe, weshalb ich diese süditalienischen Weine so liebe. Denn die haben ja genügend Süß und da käme keiner auf Nass oder Zuckersüßung. Nee. Oder vielleicht sogar auf Glykol, was ja alles schon bei uns passiert ist. Ich will da nicht mehr drauf zurückkommen. So. Ja, das geht ja sehr schnell. Ja. Und passt jetzt probieren auch wir mal gut. Den Gewürztraminer. Jawohl. Aber die ganzen Luxemburger Weine, die haben sich mittlerweile wirklich... Und es gibt sogar bei uns eine Forschungsanstalt für Rebenzucht und Weinherstellung in Remich. Die Weinbaustation heißt das. Und da sind richtig Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen, wie man den Wein noch besser machen kann. Ich will hoffen, auch natürlicher. Naja, das
Ist ja unser aller Anliegen. Ich nehme hier schon meinen. Ja? Doch, ich bin nicht fies vor mir selbst. Können wir mal probieren? So, mal ein bisschen sehr Salz. Pikant. Ja, braucht man. Ein bisschen Pfeffer hätte ich dabei. Aber nicht ein Problem. Ja, das gehört noch dazu. Aber ansonsten. Ne? Und mit dem Wein. So, auf die Schnelle mal was anderes. So, jetzt probieren wir mal. Jetzt sagen Sie mir, riechen Sie mal. Dann merken Sie den Traminer. Aber auch dazu. Perfekt. Sagt, es ist fast abgestimmt. Perfekt. Obwohl das mein Wunsch war, den Weinwunsch. Aber das, was Besseres kann gar nicht passieren. Wir haben den Salat nach dem Wein ausgesucht. Das ist richtig. Mal was anderes. Immer nur, ich liebe ja alle Salate, aber ich fand das eine sehr witzige, originelle Idee. Das kann man jetzt natürlich noch. Mehr Essig, wenig Essig. Also normalerweise ist der Salat, sollte ja nicht warm sein, aber hier ist er wirklich. Ein bisschen, ja. Nur lau, dadurch, dass das warm ist. Ja. Danke.